Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Wir sind nicht allein. Willkommen hier im Zeiss Großplanetarium. Es soll darum gehen, dass wir ja, uns damit auseinandersetzen, wie wir zu einem wunderbaren Planeten gekommen sind, welche wunderbaren anderen Welten es dort draußen im Sonnensystem gibt und weit darüber hinaus. Denn eigentlich glaubten wir Menschen seit Jahrtausenden, wir seien die einzigen oder wir würden auf dem einzigen Planeten leben, der vielleicht Leben beherbergen kann. Heute wissen wir, dass es viele Welten dort draußen mehr gibt und können sogar mit unseren astronomischen Gegebenheiten, mit unseren astronomischen Beobachtungen und Teleskopen dort hinausschauen und diese fremden Welten untersuchen. Heute wollen wir sie sogar besuchen, wollen hinfliegen, uns das genauer anschauen. Und das alles kann ich nicht alleine präsentieren, sondern habe ein wenig oder sogar sehr viel Unterstützung durch Marc Horath, den Leiter des Planetariums im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Hallo, willkommen Marc. Ja, guten schön, Abend. Dass du wieder mitmachst. Der sympathische Nerd aus der Schweiz hieß es letzte Woche. Ja, willkommen zurück in unserer Kuppel. Was fasziniert dich denn so bei der Beobachtung oder der Suche nach Exoplaneten? Ja, ich meine, der Blick hinaus in die Sterne und dann wirklich realisieren, da hat es so viele verschiedene Welten. Und keine ist gleich wie die andere, sondern das ist wirklich so Star Trek-mäßig. Da kann man wirklich rumchatten und viele Sachen entdecken. Und das macht es extrem spannend. Und einfach rein das Bewusstsein, dass es da draußen so viele Sachen gibt, das ist extrem interessant und extrem spannend. Ja, und auch für unsere Besucherinnen und Besucher normalerweise in den Planetarien, denn das ist eine der ja eigentlich häufigsten Fragen, die wir in den Planetarien bekommen. Sind wir alleine im Universum so sehr, dass das Jahresthema der Stiftung Planetarium Berlin geworden ist? Wenn wir jetzt alle zu Hause irgendwie sitzen oder wo auch immer Sie uns heute zuschauen, dann wollen wir auch mit diesen Livestreams, mit den Programmen, die wir hier im Planetarium zeigen, ja so ein bisschen die Astronomie zu Ihnen nach Hause holen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie die natürlich im Chat stellen. Am Ende wollen wir versuchen, die zu beantworten. Und natürlich auch viele Grüße an Daniel Puffel, der wieder dabei ist. Willkommen zurück. Und ich würde mal vorschlagen, wir blicken mit unserer Technik hier einmal in den Planetariumssaal in der Prenzlauer Allee. Wir sehen über uns den Alexanderplatz. Das wollen wir mal ausprobieren. In 360 Grad wollen wir starten. Die Aufnahme wurde gestern erst gemacht vom Produktionsteam hier der Stiftung, denn wir arbeiten auch an einem neuen Planetariumsprogramm. Wenn wir dann also mal wieder eröffnen und Sie in Person zu uns kommen, dann ist das unter anderem die erste Szene, die Sie dann auf der Kuppel sehen. Also, selbst der Alex, deutlich weniger Menschen, auch wenn wir hier mal über unser Werbeplacement ein bisschen reden müssen, dann sollen wir natürlich einmal starten, aus Berlin heraus. 4 Millionen Menschen sollen da leben. Selbst letztes Jahr wurden es ein paar mehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Insofern eine wunderbare Stadt mit vielen Menschen. Und wir sind besonders herausgefordert derzeit, wenn wir dann in unseren vier Wänden sitzen. Nichtsdestotrotz können wir uns unsere Stadt hier mal aus dem All anschauen. Die Spree wunderbar zu erkennen. Tempelhofer Feld wunderbar da oben noch kurz zu sehen. Und je weiter wir die Erde verlassen, desto schwerer wird es auch, die ja, Errungenschaften unserer Erde oder besser gesagt Errungenschaften unserer Menschheit zu erkennen. Denn von hier wird es schon schwer zu sehen, wo die Städte sind oder dass dieser Planet belebt ist. Jedoch, wenn wir auf die Nachtseite schauen, die jetzt so langsam herumkommt, dann wird es einfacher. Sie sehen nämlich überall das Licht, die Lichter der Städte. Lichtschmutz, dort so viel Licht, dass Sterne überstrahlt werden, aber auch ein wunderbares Indiz, wenn wir irgendwann mal zu einem anderen Planeten fliegen würden und sowas auf der Nachtseite sehen, sind es entweder viele, viele Vulkane, ja, kann auch sein, aber in dieser geordneten Art und Weise natürlich künstliche Lichter der Städte, der bewohnten Städte. Unser Planet ist unsere Heimat im All. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest für die nächsten, was auch immer, 500 oder 1000 Jahre auf dieser Erde zu Hause sind, vielleicht ja mal irgendwo anders hinreisen werden. Aber diese blaue Kugel, die Sie da sehen, das ist unsere Heimat im All. Und wir fragen uns bei der Betrachtung des Kosmos eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit, was unser Platz im Kosmos ist. Wir dachten immer, wir wären Zentrum, die Erde wäre im Zentrum, Planeten,
Sonne, alles würde uns umrunden. Und schmerzlich haben wir in den letzten 400, 500 Jahren erfahren, dass es anders aussieht, dass die Erde zum Sonnensystem gehört. Das Sonnensystem zur Milchstraße, die Milchstraße wiederum zu einer lokalen Gruppe, sagen wir, zu einer Galaxienansammlung. Insofern sind wir aus dem Zentrum des Universums herausgerückt. Aber vielleicht sollten wir da keinen Minderwertigkeitskomplex entwickeln, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Und das versuchen wir heute Ihnen so ein bisschen zu präsentieren, mit dem Blick auf andere Gesteinsplaneten, den Blick auf vielleicht auch, wie Planeten entstanden sind, um Ihnen im ersten Teil unserer Serie so einen kleinen Abriss zu geben, den wir dann ja in den folgenden Wochen und Monaten auch hier digital im Stream präsentieren und ergänzen wollen. So langsam lassen wir dann die Erde hinter uns. Und lieber Marc, du fliegst uns ein bisschen. Genau, ja, du hast ja gesagt, wir sind immer weiter aus dem Zentrum gerückt. Und sagen wir so, dass wir auf dieser Erde existieren als Leben. Das ist eigentlich noch der letzte Strohhalm, der uns einzigartig macht im Universum. Und wir sind aber momentan wirklich auch dabei, an diesem Strohhalm zu sägen, weil ja, wir forschen nach fernen Welten, nach fernen Planeten um andere Sterne. Und wenn man sich jetzt mal 30 Jahre zurückversetzt und schaut, ja, was war denn vor 30 Jahren, da hatte man noch keine Ahnung von Planeten um andere Sterne. Und die Frage ist ja, wie geht man das jetzt an? Wie sucht man nach Planeten um andere Sterne? Und Wissenschaft, das haben wir ja alle im letzten Jahr auch durchaus gelernt, das geht eigentlich immer von dem aus, was wir schon kennen. Und was kennen wir? Wir kennen unser Sonnensystem, da hat es Planeten, da wissen wir, da hat es gereicht, dass Planeten entstanden sind um einen Stern. Also müssen wir von dem ausgehen, was wir kennen, in unserem Sonnensystem. Und wir nehmen das Sonnensystem quasi als Maßstab, um nach draußen zu schauen, zu den anderen Sternen. Und vielleicht auch zu vergleichen. Was hat es da draußen? Wie ist das in Relation zu sehen zu unserem Sonnensystem? Und schlussendlich geht es eigentlich immer darum, mehr über uns selbst zu erfahren. Also zum Beispiel, wie ist unser Sonnensystem entstanden? Warum gibt es die Erde? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und der Blick nach draußen erzählt uns auch immer etwas über uns selbst. Ja, und dieses Sonnensystem, das wir da haben, das besteht aus 8 Planeten. Eben Pluto ist keiner mehr, ich wiederhole das gerne. Seit 2006 wurde Pluto degradiert zum Zwergplaneten. Das macht ihn aber nicht minder spannend. Aber wir kennen 8 Planeten, 4 Gesteinsplaneten weiter innen, 4 Gaswiesen weiter außen. Und wir fangen mal an, ja, mit der Erde. Die Erde ist ein Gesteinsplanet mit einer festen Oberfläche. Die Erde ist kein besonders großer Planet, ist auch kein besonders kleiner Planet, sondern so ein mittelgroßer Planet. Und ja, das ist unser Maßstab, den wir jetzt in den folgenden paar Minuten ansetzen werden, auf der Suche nach einer zweiten Erde oder nach anderen Planeten. Und die Suche nach Planeten um andere Sterne, das ist gar nicht so einfach, weil erstens mal sind diese anderen Sterne sehr, sehr weit weg. Diese anderen Sterne sind sehr, sehr hell und diese Planeten sind relativ klein und schwer zu sehen. Also muss man relativ kreativ werden, um diese Planeten überhaupt zu finden. Und unsere Technologie hat das in den letzten 30 Jahren möglich gemacht. Und der Bezug hier zur Schweiz ist, dass die Schweizer oder Schweizer Forscher eine große Pionierrolle hatten in diesem Forschungsgebiet. Also da gab es ganz letztens den Nobelpreis dafür, vor 2 Jahren, für 2 Astronomen von der Universität Genf, für Didier Queloz und Michel Mayor, die quasi den ersten Planeten um einen sonnenähnlichen Stern entdeckt haben. Das ist eigentlich ein sehr, sehr junges Forschungsgebiet, aber das hat sich in den letzten 30 Jahren wirklich rasant entwickelt. Und ja, die Frage ist, haben wir bereits schon erdähnliche Planeten um andere Sterne gefunden? Da können wir mal schauen, ja. Ja, wir haben das. Und wir mussten nicht mal allzu weit schauen. Sogar um den nächsten Stern zu unserer Sonne, Proxima Centauri, haben wir einen Planeten gefunden. Wir haben auch einen erdähnlichen Planeten um einen Stern, der nur ein wenig weiter weg steht, wo wir jetzt gerade hinfliegen, zum Tea Gardens Star, nach dem Leiter des Teams benannt, der ihn entdeckt hat. Das ist ein kleiner, schwacher Zwerg, den man, obwohl er so nah steht, nur in großen Teleskopen überhaupt erst sieht. Und da haben wir tatsächlich 2 erdähnliche Planeten gefunden. Und wir sehen, der Stern, der sieht schon etwas anders aus als unsere Sonne. Unsere Sonne ist schön gelb,
der hier ist ziemlich tiefrot. Das ist ein ganz anderer Typus von Stern, der ist viel kleiner als unsere Sonne, hat nur etwa 10% der Masse, aber er hat zwei Planeten. Das wissen wir aus Messungen. Wir haben das Sternenlicht da ganz genau angeschaut und gesehen, ja, das ändert sich irgendwie periodisch und man hat daraus geschlossen, dass zwei Planeten die beste Erklärung sind für diese Änderungen im Sternenlicht. Und ja, rein von der Bewegung her sind das tatsächlich auch erdähnliche Planeten, also von der Größe unserer Erde. Allerdings, die sind viel, viel näher an ihrem Stern als die Erde bei unserer Sonne. Die Umlaufzeit dieser Planeten, das sind nur ein paar wenige Tage. Unsere Erde hat ja ein ganzes Jahr, um die Sonne zu kreisen. Und hier dauert ein Jahr auf diesem Tea Gardens Star B, der hat noch keinen kreativen Namen, sondern ist eine relativ langweilige Katalognummer, da dauert ein Jahr effektiv nur ein paar Tage. Wir sind 12 Lichtjahre von der Erde entfernt, das ist ein Katzensprung, kosmisch gesehen. Aber wir haben zum Beispiel letzten Donnerstag beim Mars gesehen, da hat es auch schon 11 Minuten gedauert, bis das Licht von der Erde zum Mars geht. Also hier von der Erde zu diesem Planeten hier dauert es 12 Jahre, das ist ein Stück weiter weg. Aber halt immer noch in der kosmischen Nachbarschaft. Das ist einer der uns am nächsten stehenden Sterne. Und der Stern, dieser rote Zwergstern, das sind nicht ganz einfache Gesellen, weil die neigen zu wirklich schweren Ausbrüchen. Und Ausbrüche sind immer mit Strahlung verbunden. Sprich, auch wenn dieser Planet hier erdähnlich ist, wenn wir ihn noch vergleichen mit der Größe und mit der Erde, sehen ja, vergleichbar daneben noch der Mars schon einiges kleiner. Auch wenn dieser Planet erdähnlich ist von der Größe her, ist es eher unwahrscheinlich, dass es dort drauf Leben gibt, weil das Leben einfach von seinem Stern verstrahlt wird. Und weil er so nah steht, kann es auch gut sein, dass er immer dieselbe Seite zum Stern zuwendet. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für Leben, weil es da extreme Temperaturunterschiede gibt. Ja, die Suche nach Leben, das ist natürlich ein großes Thema und auf das werden wir im dritten Livestream dieser Reihe hier eingehen, dass wir da wirklich ins Universum fliegen und schauen, wo sind die Orte, wo wir bis jetzt am wahrscheinlichsten Leben finden würden. Aber es hat natürlich noch ganz viele andere Planeten, nicht nur erdähnliche. Und da nehmen wir jetzt auch wieder unser Sonnensystem als Maßstab. Da fliegen wir jetzt nämlich ganz zurück zum König unseres Sonnensystems. Denn in der Erforschung der Exoplaneten, also der Planeten, die ferne Sonnen umrunden, haben wir zunächst nur mit unserem Sonnensystem beginnen können. Das heißt, wir haben wirklich nur bei uns erstmal gucken können, was es für Arten an Planeten gibt, in welchen Abständen, wie die sich vielleicht auch entwickelt haben, um dann nach und nach bei anderen Planetensystemen oder besser gesagt bei Sternen erstmal nach Planeten zu suchen. Wir hatten also zunächst nur unser eigenes und wir kennen mittlerweile tausende andere Systeme, aber in der Zwischenzeit haben wir trotzdem versucht, Theorien zu entwickeln. Wir sehen ja im Sonnensystem innere Gesteinsplaneten und je weiter wir nach draußen kommen, desto merkwürdiger wird es so ein bisschen. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Gasplaneten sind, rein aus Wolken, rein aus Gasen eigentlich bestehen, bis auf einen inneren Kern, wo man noch mal genauer gucken muss. Und wir sehen hier Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems. Der vereint in sich sehr, sehr viel Masse, sodass er, wenn wir uns das Sonnensystem so ein bisschen angucken können, quasi schon als Türsteher unseres Sonnensystems fungiert durch seine Masse. Das heißt, wenn Gesteinsbrocken, Kometenkerne, was auch immer auf dem Weg sind ins innere Sonnensystem und vielleicht auf der Erde einschlagen könnten, so hält der einiges ab. Wir sehen auch seine Wolkenschichten in wunderbarer Weise. Denn wenn wir hier einen Gasplaneten sehen, dann müssen Sie sich vorstellen, Sie haben eben keine feste Oberfläche, sondern Wolken, Gase, Wasserstoff, Helium, bisschen Methan, bisschen Ammoniak, alles ziemlich bunt. Denn hier sind wohl irgendwie Eiskristalle am Arbeiten, sodass diese unterschiedlichen Färbungen entstehen. Und wir selbst in einem ja, sehr kleinen Teleskop da schon einiges sehen können. Vielleicht gab es bei Ihnen zu Weihnachten ein Teleskop, die einfachen ermöglichen schon hier die Atmosphärenbänder zu beobachten oder die vier größten Monde, Io, Europa, Ganymed und Callisto, wenn Sie einen Feldstecher haben, auch hier die schon zu beobachten. Jetzt ab Anfang März etwa am Morgenhimmel
wird der Jupiter wieder auftauchen, dass Sie ihn dann auch am Himmel mit eigenen Augen beobachten können. Sie sehen aber, dass solche Planeten, solche Gesteinsplaneten nur im Inneren entstehen, solche Gasriesen wie hier Jupiter nur weit außen, weil nur weit draußen vom Stern entfernt ist es kalt genug, dass sich in der Frühphase eines solchen Sonnen- und Planetensystems Gase anlagern konnten und dann an Protoplaneten, also in frühen Zusammenballungen, sehr, sehr viel Masse aus Gasen ansammeln konnten. Und wir daher überhaupt solche großen Klopper in unserem Sonnensystem finden können. Und gerade wenn wir Messmethoden nutzen, die auf die Massen von Planeten abzielen, dann finden wir eher Jupiter-große und wirklich solche großen Klopperplaneten da draußen in den Tiefen des Universums. Und da gibt es immer wieder auch neue Bilder, die zur Erde gefunkt werden von diesem wunderbaren Planeten. Raumsonde Juno ist seit 2016 dort im Orbit und schickt immer wieder neue, faszinierende Bilder zur Erde. Wir gucken uns aber mal ein System an, das uns jetzt hier auch ähnlich erscheint. Wir fliegen zum System Kepler-16, zu dem Stern Kepler-16b, zu dem Planeten, so ist der bezeichnet. Ist eigentlich ein Doppelsternsystem im Sternbild Schwan. Hier sehen Sie zwei Sterne, die einander umrunden, die recht unterschiedlich sind, unterschiedlich nicht vom Alter, weil beide etwa 2 Milliarden Jahre alt sind, aber von ihrer Art und Weise. Also dieser gelbe Stern hat etwa 14-15% der Leuchtkraft unserer Sonne, dieser kleine rote Stern nur ein halbes Prozent etwa der Leuchtkraft. Die glimmen ziemlich vor sich hin. Und die grüne Bahn, die Sie sehen, ist ein Planet, der hier entdeckt wurde. Und das ist ja recht, ich würde mal sagen, recht dicht an diesen Sternen dran. Und hier ist es nämlich das erste System, das man gefunden hat, oder den ersten Planeten, die man gefunden hat, um ein Doppelsternsystem. Das ist also stabil. Wenn Sie Star Wars das eine oder andere Mal geguckt haben, also ein bisschen wie Tatooine, dürften da die Sonnenaufgänge aussehen, außer dass wir hier sehr künstlerisch den Planeten erstmal grün dargestellt haben, denn wir haben ja noch keine Oberflächendaten. Wir zeigen Ihnen hier Sachen nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem, was uns die Astronomie und Astrophysik an Daten zur Verfügung stellt. Wir haben eine riesige Datenbank astronomischer Daten, durch die wir hindurchfliegen können. Und doch müssen wir Wissenschaft, nicht interpretieren, sondern analysieren und visualisieren. Das ist die Aufgabe eines Planetariums. Auch wenn hier ein bisschen grüner wurde, als vielleicht gedacht. Also, dieser Planet, 0,3 Jupitermassen, heißt also, bei der Art und Weise muss das noch ein Gasplanet sein, ohne feste Oberfläche. Und wir gehen davon aus, dass man dann an einer solchen Welt nicht nach Leben suchen kann, weil wir denken, man braucht flüssiges Wasser und eine feste Oberfläche, wo Leben gut gedeihen kann. Es ist also wirklich ein Planet, der sich aber in einem guten Abstand befinden würde, wäre ein großer Gesteinsplanet, könnten hier sogar vernünftige Temperaturen an der Oberfläche herrschen, aber weil er so massereich ist, kann er in diesem Fall auf keinen Fall eine Supererde sein, wie wir sie vielleicht später noch genauer untersuchen können. Wir schauen vielleicht nochmal auf den Größenvergleich. Also der Planet selbst, der Planet Kepler-16b, und dazu holen wir mal Jupiter und Saturn. Nur als Vergleich, Jupiter mal davor, Saturn dahinter. Wir haben mal den Ring weggelassen, nicht, dass Sie sich wundern, aber so etwa in der Größe könnte man sich die Welt dann vorstellen. Wir versuchen immer wieder, Ihnen Modelle zu zeigen, dass man sich das so ein bisschen in unser System, in unser Sonnensystem denkt und wir so ein bisschen die Größenordnung besser verstehen, denn wir haben hier zum Teil im außerhalb des Sonnensystems sehr, sehr merkwürdige Welten, also nicht nur, dass sie um zwei Sonnenkreisen, sondern auch ja aus unserer Sicht immer sehr, sehr dicht an ihren Sternen. Das liegt ein bisschen an den Messmethoden, denn dieser Planet kreist in nur 228 Erdentagen um diesen Stern herum und in etwa nur 70-75% des Abstandes zwischen Sonne und Erde, also diese Entfernung zwischen Sonne und Erde nennt man astronomische Einheit.
und dieser Planet kreist um 0,7 astronomischen Einheiten um seinen Stern herum. Wir sehen also Jupiter-Klopper, Jupiter-Planeten da draußen, sehr, sehr viele. Es ist leicht, die zu finden durch ihre Masse und ihre schiere Größe. Wenn sie sich dicht an ihren Sternen befinden, ist es sowieso super und super einfach, in Anführungszeichen, die zu finden. Wir können ja noch mal ein bisschen gucken in unserem Sonnensystem. Da gibt es nämlich noch andere Welten, die kleineren Gasplaneten, die wir eher als Eisriesen bezeichnen, die von der inneren Zusammensetzung anders funktionieren als Jupiter zum Beispiel. Bei Jupiter finden wir unter großem Druck irgendwann fast schon flüssiges, metallischen Wasserstoff. Hier bei Neptun, meinem Lieblingsplaneten übrigens, sieht das ein bisschen anders aus. Da kommt das Lachen aus dem Hintergrund, zu Recht. Denn an dieser Stelle darf ich immer gerne fragen, ob Sie wissen, wo denn Neptun eigentlich entdeckt wurde, aus welcher Stadt. Und wenn jemand aus Berlin das schon so erwähnt, natürlich hier in Berlin, 1846 an der damaligen Berliner Sternwarte. Dazu haben wir auch ein schönes Programm, Sterne über Berlin, so ein bisschen in der Geschichte, das wir dann vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder hier in unseren Spielplan mit aufnehmen wollen. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Der Neptun ist gern so ein vernachlässigter Planet im Planetarium. Einfach, man weiß noch gar noch nicht allzu viel über diesen Planeten, weil man ist erst einmal dran vorbeigeflogen und eigentlich die Bilder, die wir haben, die sind über 30 Jahre alt oder über 40 Jahre alt inzwischen. Ja, und selbst mit Hubble oder anderen guten, großen Teleskopen ist natürlich die Detailfülle nicht so groß, es ist einfach die Entfernung zu groß. Und wir müssten hier in Berlin so ein bisschen mehr Lokalpatriotismus vielleicht entwickeln für diesen wunderbaren Planeten und hier mal ein Denkmal hinsetzen. Vielleicht wird das denn hier nicht das Zeiss-Großplanetarium im Park, keine Ahnung, im Neptunpark oder was auch immer. Neptunbrunnen haben wir ja schon mal. Immerhin. Also eher Eisriesen, weil wir hier ein sehr recht homogenes Innenleben haben. Wir sprechen von Eisen von Eis in diesem Planeten, aber in Wirklichkeit ein ziemlicher Mix aus Wasser, Methan, Ammoniak, was in der Physik dann als Eise hier in diesem Fall bezeichnet wird. Fester Kern etwa erdgroß, erdschwer, trotzdem 17 Erdmassen. Wir sehen also, je weiter man nach draußen kommt, desto kälter diese Welten. Im Kern aber wohl etwas, was aus der ersten Entstehung im Sonnensystem übrig geblieben ist. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter, ob wir sowas als Vergleich irgendwo finden. Und da würden wir dann zu meinem Lieblings-Exoplanetensystem fliegen. Nehmen noch ein bisschen Abstand. Die Monde sehen Sie dann noch so ein bisschen drumherum fliegen. Die musste ich für meinen allerersten Vortrag mal auswendig lernen. Ich erspare Ihnen das. Aber das ist vielleicht ja auch schon mehr als 20 Jahre her. Wenn wir zum Sternsystem Gliese 581 fliegen, sind es 82 Lichtjahre, 3 bestätigte Planeten und einiges an Diskussion. Denn wenn diese Planeten so dunkel sind, ist es, Marc hat es erwähnt, immer Trick 17 und eine große Herausforderung, die zu finden, mit unterschiedlichsten Methoden. Und dann haben sie in den Daten auch mal was irgendwie wie ein Planet aussieht, weil sie auch wollen, dass es ein Planet ist. Vielleicht etwas übertrieben dargestellt. Aber gerade bei diesem Sternsystem große Diskussion, ob es da immer wieder die einzelnen Planeten gibt. 3 bestätigt und der Planet, den wir uns genau angucken wollen, diese 581b, ist dann nämlich genau von Neptunmasse, befindet sich aber deutlich dichter an seinem Stern dran, nämlich in nur 0,04 astronomischen Einheiten. Sehr, sehr dicht, sodass seine Temperatur, seine Oberflächentemperatur auch deutlich höher ist als die von Neptun, die irgendwie bei minus 180 Grad Celsius liegt. Hier sind wir bei plus 190 Grad Celsius an der Oberfläche. Ich bringe uns noch mal ein bisschen mehr in den Orbit, ein bisschen schneller, wenn wir schon so weit geflogen sind. Also von Eisriesen kann hier eigentlich keine Rede mehr sein. Bei 180, 190 Grad Celsius. Es ist also zumindest, was Gasplaneten angeht, eine kleinere Größe.
Und wir müssen uns in den Theorien der Entstehung der Planeten genauer überlegen, wo da die Grenze ist zwischen Gasplaneten, wo auch wirklich kein Leben stattfinden könnte, und solchen Gesteinsplaneten, auf denen wir dann nach einigermaßen intelligentem Leben oder was auch immer da draußen suchen wollen. Wir gucken nochmal auf den Größenvergleich mit Neptun und Jupiter. Auch das hier, die Oberfläche, in dem Fall rein fiktiv. Wobei rein fiktiv umschreibt es nicht richtig. Natürlich haben wir wissenschaftliche Daten, wir haben aber keine Fotos der Oberfläche, wie wir hier von Jupiter oder von Neptun die Oberflächendaten haben. Also genau dazwischen, ein bisschen größer als Neptun, ein Eisriese da draußen, den wir nicht wirklich so nennen dürfen. Es gilt also, noch kleinere Welten zu finden, immer kleiner, immer genauer solche Welten zu untersuchen. Und da glaube ich, würden wir nochmal weiter gucken in diesem System, Marc, was es da noch gibt. Genau, da müssen wir nämlich nicht allzu weit suchen, weil gerade der Nachbarplanet hier, das ist ein Typ von Planet, den wir bei uns im Sonnensystem eigentlich nicht so finden. Und zumindest bis jetzt noch nicht. Das ist nämlich eine sogenannte Supererde. Bei uns im Sonnensystem ist es so, dass die Gesteinsplaneten, die sind sehr klein. Und dann gibt es eine ziemlich große Lücke und dann kommen die großen Gasplaneten. Und den Planeten, den wir jetzt hier anfliegen, das ist irgend so was dazwischen. Das ist ein Planet, der ist größer als die Erde, schwerer als die Erde, einiges schwerer als die Erde, aber auch kleiner als Neptun, Uranus, also unsere Eisriesen. Und man denkt, dass diese Planeten da dazwischen, die Grenze wird relativ fließend sein, jetzt der hier, der dürfte eine feste Oberfläche haben. Das ist eine sogenannte Supererde, also eine Erde, die einfach super ist, viel größer. Ich weiß nicht, wie super wir das finden würden, wenn wir da auf der Oberfläche stehen würden, weil die Schwerkraft ist natürlich auch einiges höher, sodass wir Menschen, die an unsere gemütlichen 1G Erdschwerkraft gewohnt sind, da wahrscheinlich ziemlich Mühe hätten, da zu überleben. Und der Planet, den wir hier sehen, der ist auch gerade noch in einem vernünftigen Abstand zu seinem Zentralstern, sodass da theoretisch auch Wasser existieren könnte. Und das ist eben wie die Suche nach Leben. Das ist so einer der heißen Kandidaten für, wenn man irgendwo Leben suchen will im Universum. Und darum haben wir hier auch wirklich auch so eine erdähnliche Oberflächentextur gewählt mit Wolken. Wer weiß, vielleicht sieht es da oben tatsächlich so aus. Und in diese Supererden gibt es bei uns im Sonnensystem eigentlich nicht. Eben wenn wir den größten Vergleich mal machen mit unserer Erde, dann sieht man diesen Unterschied jetzt. Relativ frappant, die Erde ist wirklich beträchtlich kleiner. Und wenn wir Neptun da hinten noch zeigen, dann, ja, von der Größe her ist es schon fast näher bei Neptun, aber eben kein Gasplanet, sondern ein Gesteinsplanet. Und das finden wir bei uns im Sonnensystem nicht bislang. Ich sage bislang, es gibt ja schon seit ein paar Jahren die Idee, dass es vielleicht weit, weit draußen, also jenseits der Zwergplanetenbahn von Pluto, noch einen weiteren Planeten gibt, den ominösen Planeten 9. Und von der Größe her wäre er in etwa in diesem Bereich eine Supererde. Aber da gab es jetzt in den letzten 2 Wochen auch einiges an Debatten. Da wurde eine neue Arbeit veröffentlicht, die die bisherigen Hinweise auf diesen Planeten 9 doch recht zerzaust hat. Und man hat ihn nach wie vor nicht gefunden, obwohl man jetzt schon seit ein paar Jahren danach sucht. Und ja, wer weiß, ob es diesen Planeten gibt oder nicht. Das wird sich zeigen, aber das ist Forschung. Man lernt immer wieder dazu, man gewinnt genauere Beobachtungsdaten, man schaut genauer hin und dann kann es je nachdem sein, dass halt eine Theorie wieder verworfen werden muss, wenn die Indizien dagegen sprechen. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, es gibt verschiedene Planeten. Es gibt Planeten, die sind ähnlich wie unser Sonnensystem. Es gibt Planeten, die sind nicht so ähnlich wie was wir im Sonnensystem finden, aber die Frage ist ja, gibt es andere Sonnensysteme, die irgendwie so sind wie unser Sonnensystem? Da machen wir jetzt einen ziemlich großen Sprung, fast 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt, zu einem sonnenähnlichen Stern, der ist ähnlich groß wie die Sonne. Und da hat man, sage und schreibe, 8 Planeten gefunden. Also wirklich wie bei uns im Sonnensystem, 8 Planeten. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich, weil gerade auf so große Distanzen solche Planeten zu finden, ist alles andere als einfach. Und man denkt auch, dass die Innenplaneten hier Gesteinsplaneten sind und die äußeren Planeten, das sind Gasriesen. Also die Konfiguration
ist sehr, sehr ähnlich wie bei uns im Sonnensystem. Und das ist eigentlich beruhigend. Also wir sind auch in dieser Hinsicht nicht einzigartig, sondern es gibt auch andere Sterne, die innen Gesteinsplaneten haben, außen Gasriesen. Es gibt aber einen Unterschied in diesem System hier, das ist alles viel näher zusammengequetscht. Wenn wir jetzt mal einblenden, passiert schon ziemlich viel innerhalb der Merkurbahn. Da haben wir viele Planeten, die innerhalb der Merkur- und der Venusbahn ihre Umlaufbahn ziehen in diesen Stern. Und der äußerste Planet, ein Gasriese, der ist etwa auf Höhe der Erdbahn. Also sprich, wir haben da viel mehr Planeten, aber die sind viel näher an ihren Stern dran. Das ist natürlich kein Zufall. Es kann sein, dass es weiter außen noch weitere Planeten gibt, die wir einfach noch nicht entdeckt haben, weil die Umlaufzeiten so groß sind, dass es keine Chance gibt, dass die jemals von ihren Sternen durchziehen oder den Stern so beeinflussen, dass wir es messen können, weil die Umlaufzeiten mehrere Jahre betragen. Da muss man natürlich auch mehrere Jahre messen, um die überhaupt zu finden. Aber ja, wenn wir doch hören, wir haben einen Planeten, einen sonnenähnlichen Stern, der ist in etwa in Erddistanz. Da würde ich doch mal vorschlagen, dass wir uns diesen Planeten etwas genauer anschauen. Den Planeten H hat auch noch keinen schönen Namen. Das ist Kepler 90H. Woher diese Namen kommen, Kepler zum Beispiel, das werden wir dann in einem folgenden Livestream genauer erklären. Das sind nämlich in der Regel die Teleskope, die diese Planeten entdeckt haben. Und ja, es ist ein Gasriese, wie gesagt. Aber wer weiß, hier habe ich wieder etwas die Fantasie walten lassen. Vielleicht hat dieser Gasriese ja einen Mond. Einen Mond, der vielleicht sogar erdgroß ist. Und ja, wenn man jetzt wieder an Star Wars denkt, da haben wir doch auch so einen Mond, der von kleinen Teddybären bevölkert wird, der um einen Gasriesen kreist. Ja, und vielleicht, wenn wir da genauer hinschauen würden, würden wir vielleicht sogar noch einen Todesstern finden, wer weiß. Man darf ein wenig spekulieren. Hier in diesem System Kepler 90, wie gesagt, ein Zwilling unseres Sonnensystems, einfach etwas mehr zusammengedrückt, zusammengequetscht. Aber wir sehen, auch unser Sonnensystem ist eigentlich nichts Besonderes. Das gibt es auch an anderen Orten. Es geht eigentlich schlussendlich immer auch darum herauszufinden, sind wir etwas Besonderes? Und wir sehen, nein, es gibt erdgroße Planeten, nein, es gibt Sonnensysteme, die sind sehr ähnlich aufgebaut wie unsere. Und das ist wieder das. Wir rücken immer weiter aus dem Zentrum des Universums heraus, dass wir etwas Spezielles sind. Ja, und eben nicht nur bei den Planeten. Wir sehen ja auch, dass die Planetenentstehung wohl immer sehr ähnlich vonstatten geht. Wir sogar mittlerweile vermuten, dass es eigentlich mindestens bei jedem zweiten Stern ein eigenes Planetensystem gibt. 100 Milliarden Sterne haben wir in der Milchstraße, ein paar davon haben wir gerade an uns vorbeiflitzen sehen. Und so ist unsere Sonne vielleicht und unser Sonnensystem gar nicht so besonders. Neben den ganzen Planeten gibt es Indizien dafür, wie die Entstehung der Planeten abgelaufen sein könnte. Wir sehen den Asteroidengürtel hier. Wir sehen Hunderte, wir sehen Hunderttausende Objekte, die im Sonnensystem umherkreisen. Zwischen Mars und Jupiter, ein Großteil dieser Objekte, 650.000, kennen wir allein in dem Bereich. Und das sind sozusagen Überbleibsel, zum Teil Überbleibsel aus der Entstehung unseres Sonnensystems. Um den jungen Stern, den Protostern, gab es eine große Scheibe aus Gas und Staub. Da hat sich Staub zusammengeballt. Dieser Staub ist aneinander geklebt, könnte man sagen. Das, was Sie so unterm Sofa immer mühsam wegmachen oder übers Parkett so fliegt, daraus, das können Sie sich vorstellen, ähnliche Prozesse sind oder haben stattgefunden zur Entstehung der Planeten. Vielleicht größte das ein bisschen. Und natürlich ist die Herausforderung dann, dass diese Klumpen immer weiter anwachsen müssen. Und dann eben nicht sich ständig zerstören und wieder auseinanderbröseln. Dieser Prozess ist noch nicht in Gänze verstanden, denn die meisten Theorien gehen noch davon aus, dass die Existenz eines frühen Jupiters wichtig war, der durch seine Schwerkraft dann das innere Sonnensystem nicht nur geschützt hat, sondern auch richtig in Anführungszeichen aufgeräumt hat. Wenn wir uns aber mal so ein Überbleibsel genauer angucken wollen aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems gucken wir uns einen Asteroiden genauer an. Das ist Vesta, der vierte der Asteroiden.
der da entdeckt wurde. Denn lange Zeit hat man vermutet, in diesem Bereich zwischen Jupiter und Saturn einen großen Planeten zu finden, sodass hier als 1801 der erste Asteroid gefunden wurde. Man dachte, ja, das sind alles irgendwie Planeten, aber schon um 1845 hatte man so viele gefunden, dass man davon ausgehen konnte, das ist nicht ein Planet, sondern da ist ordentlich Brüsselkram unterwegs. Also, Vesta sehen Sie vor sich. 520 Kilometer durch mittlerer Durchmesser, ist also nicht wirklich groß im Sonnensystem. Das schon mal zu beobachten, auch wieder eine Leistung. Und das ist eben kein Zwergplanet. Sie haben vielleicht gehört, Pluto ist degradiert worden. Mark hat es eben auch erwähnt. Da gibt es gewisse Kriterien, ab wann sowas Asteroid ist oder ein Planet. Sie sehen hier schon an der Form, so richtig rund ist er nicht. Und genau das ist auch ein Kriterium. Ab einer gewissen Masse formt sich ein Körper rund und nicht mehr so irregulär wie hier. Das ist wohl nicht der Fall, sodass wir ihn weiterhin als Asteroiden bezeichnen. Und was Sie hier sehen, ist dann von so einem frühen Gesteinsbrocken, die es dann zuhauf in unserem Sonnensystem gab, in der Akkretionsscheibe, sage ich schon, in der protoplanetaren Scheibe um den Stern herum, dann eben nicht sich weiter zusammengeballt hat zu einem großen Planeten, sondern so in dieser Form bis heute verblieben ist. Eine Raumsonde war da, Dawn hieß die, im Juli 2011 ist die in eine Umlaufbahn geschwenkt, denn genau wenn wir uns solche Objekte durch Raumsonden ganz genau angucken und wirklich untersuchen, dann ist es wie eine Zeitkapsel zur Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Und das ist nicht nur ein Objekt, das wir dort sehen, sondern um die Hunderttausende ein paar gab es da wunderbar anzuschauen. Und wenn Sie auch da Science-Fiction-Fan sind und The Expanse gucken, dann werden Sie auch bei Pallas oder Vesta oder anderen Welten wunderbar sehen, wie gut auch Science-Fiction Wissenschaft verbinden kann und erzählen kann, was es hier vielleicht mal in 100, 400 oder 1000 Jahren im Sonnensystem gibt. Denn irgendwann werden wir vielleicht auch da mal rausfliegen und uns das mit eigenen Augen anschauen und nicht nur hier bei uns im Planetarium. Ein Beispielsystem wollen wir uns angucken. 200 Lichtjahre entfernt, um einen frischen, jungen Stern, sehen Sie eine solche Staub- und Gasscheibe. Sie sehen da Verdichtungen, Sie sehen da Lücken, denn hier sind vielleicht sogar schon Planeten entstanden. Dieses Modell ist erstellt worden aus Aufnahmen eines Teleskop-Arrays. ALMA heißt das, steht als verschiedene Radioteleskope. In der im Süden auf der Südhalbkugel in Chile, so dass hier sehr gut beobachtet werden kann. 25 astronomische Einheiten im Durchmesser ist diese Scheibe und verschiedene Studien haben immer mal wieder Planeten dort entdeckt. Wir beziehen uns hier auf die Beobachtung von ALMA 2016. Ist ein Planet in den Daten gefunden worden am äußeren Rand dieser Scheibe, die sich ja immer noch weiter zu neuen Planeten bildet, denn der Stern ist nur 8 Millionen Jahre alt, im Gegensatz zum Beispiel zu unserer Sonne, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Die Welt gucken wir uns nochmal genauer an. Auch hier die Farbgebung. Da war ich kreativ. Kreativ, ja, etwas kreativ, weil wir eben so gar keine Daten für den Punkt haben. Aber es wäre. Eine Farbe haben wir noch nie gesehen auf einem Planeten. Ja, und vor allem, welche Farbe sieht man normalerweise im Planetarium nicht? aus Gründen. Hier können wir es machen. Und das Spannende ist vielleicht hier auch zu sagen: Naja, wenn so ein Planet. Um einen jungen Stern kreist, dann wird ja noch ordentlich Staub und Gas drumherum sein. Und hier ist also die Bildung eines Ringsystems schon fast zwingend, genauso, dass dieser Planet dann einiges an Monden noch haben dürfte. Sicherlich noch keine bewohnbare Welt, aber in vielleicht ein paar Millionchen oder Milliarden Jahren wäre das durchaus spannend. Wäre es nicht ein heißer Jupiter, also auch hier wieder ein Gasplanet, aber vielleicht wäre ja, so hat es Mark ja auch erzählt, so ein Exomond, ein Mond, um eine solche Welt
nicht nur in Star Wars, um bei der Science Fiction zu bleiben, sondern auch hier in der Wissenschaft eine gute Möglichkeit für Leben da draußen. Ja, um das vielleicht etwas auszuführen, wir haben das jetzt bewusst eigentlich Exomonde größtenteils ausgelassen, als gerade beim letzten Beispiel. Aber man hat wirklich auch schon Beispiele gefunden für Exomonde. Also es ist wirklich nicht Science-Fiction, auch in dem Belangen sind wir nicht ganz einzigartig. Auch andere Planeten im fernen Sonnensystem scheinen Monde zu haben. Nur das Einzige, was uns so noch ein bisschen stutzig macht, ist vielleicht die Aufteilung unseres Sonnensystems. Wir finden aber bedingt durch die Messmethoden, dass wir natürlich bei fernen Sternen nach diesen Welten suchen. Jene, die besonders massereich sind oder dicht an ihren Sternen. So etwas wie unser Sonnensystem mit einer habitablen Zone haben wir auch schon gefunden. Das heißt, ein Bereich um den Stern, wo wir flüssiges Wasser allein physikalisch auf der Oberfläche eines Planeten sehen könnten. Wäre man nämlich zu dicht am Stern dran, ist es zu heiß, Wasser verdampft, ist man zu weit weg, ist es zu kalt, Wasser gefriert. Man hat also so einen gewissen Bereich um jeden Stern, den wir als dann Lebenszone, habitable Zone bezeichnen. Im Sonnensystem ist da unsere Erde drin, in anderen Systemen haben wir da auch schon Planeten gefunden, aber wir müssen die Messmethoden immer weiter verbessern, um dann auch eben diese erdkleinen Planeten zu finden, an denen wir Leben vermuten, um auch einfach zu sehen, wie ist die Statistik, wie viele Welten gibt es da draußen eigentlich. Ja, und wir haben gesehen oder schon gehört, es ist noch nicht hundertprozentig verstanden, wie Planeten eigentlich entstehen oder Planetensysteme eigentlich entstehen. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass Planeten im Entstehungsprozess in einem Sternensystem hin und her wandern, dass sie auf einmal durch Schwerkraftwirkung viel weiter ins System hinaus katapultiert werden oder viel näher an den Stern hinaus katapultiert werden. Und da ist man wirklich dran, das zu modellieren, wie zum Beispiel unser Sonnensystem entstanden ist. In dieser Konfiguration mit den Gasriesen weiter außen ist es gut möglich, dass zum Beispiel Jupiter auch viel, viel näher an der Sonne zuerst entstanden ist und dann durch Wechselwirkung auf einmal viel, viel weiter nach draußen kam. Bei Uranus und Neptun ist es sehr wahrscheinlich sogar der Fall, dass die nicht von Anfang an so weit draußen waren, sondern durch den massereicheren Jupiter nach draußen geschleudert wurden. Und wie gesagt, man hat es noch nicht hundertprozentig verstanden, wie Planeten eigentlich entstehen. Also ich nehme jetzt aus deiner Bemerkung mit dem Staub mit, das ist vielleicht sogar ein Grund, die Kinder zum Staubsaugen zu animieren, weil wenn man da lange genug wartet, dann entsteht vielleicht ein Planet, wer weiß. Viel Glück. Ankerung kann man natürlich auch sagen, ja, aus dem Forschergeist heraus, wenn man da mal zuschaut, wie diese Staubkörner größer werden, vielleicht versteht man die Prozesse dann besser, wie Planeten entstehen. Also da kann man vielleicht den Nachwuchs durchaus auch animieren für wissenschaftliche Arbeit. Ja, eben, man hat noch nicht ganz verstanden, wie Planetensysteme entstehen, aber man hat inzwischen so viele Planetensysteme gefunden in unserer Milchstraße, in unserer direkten Nachbarschaft, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass es kein spezieller Prozess ist, sondern ein sehr, sehr häufiger Prozess. Und man muss jetzt eigentlich dazu sagen, hier sind alle Planetensysteme eingezeichnet, die wir bis jetzt kennen. Das sind etwa 4.500. Und diese Planetensysteme, ja, die sind relativ beliebig im Raum verteilt. Also es ist auch nicht so, dass Planetensysteme nur in ganz bestimmten Gegenden der Milchstraße entstehen, sondern die sind eigentlich wirklich überall verteilt. Und ja, man geht inzwischen davon aus, dass eigentlich praktisch jeder Stern auch Planeten hat. Und ja, wenn wir mehrere hundert Milliarden Sterne in unseren Milchstraßen haben, dann geht man auch davon aus, dass wir mehrere hundert Milliarden Planeten in der Milchstraße alleine haben. Ja, und diese Planeten haben wir gesehen, ja, das sind ganz verschiedene. Wir haben natürlich rein durch die Messungen viele Jupiter-ähnliche Planeten gefunden, aber inzwischen auch eben, je feiner wir messen können, desto mehr Erde-ähnliche finden wir auch. Und es geht eigentlich genau um das, weil Planeten zu finden ist extrem schwierig. Und das Planetensystem muss ganz bestimmte Eigenschaften haben, dass wir es überhaupt finden können. Sprich, die Planeten, die wir hier gefunden haben, die sind eigentlich insofern alle speziell, dass sie diese speziellen Eigenschaften haben, dass sie gerade im rechten Winkel zu uns stehen, dass zum Beispiel Planeten von ihrem Stern hindurchziehen können aus unserem Blickwinkel und dieses Sternenlicht leicht abschwächen können. Das ist eine Methode, wie man Planeten findet. Oder dass die Planeten schwer genug sind, dass sie an ihrem Stern ziehen, dass wir die Bewegung des Sterns
nachweisen können. Und wie diese Methoden im Detail funktionieren, das werden wir dann im nächsten Livestream genauer anschauen. Und was wir hier noch sehen, dieser Keil, wo ganz, ganz viele Systeme sind, das ist die Beobachtung eines einzigen Weltraumteleskops, das immer in die gleiche Richtung geschaut hat und einfach über Jahre lang Planeten dort entdeckt hat. Und eben, daher kommt die Zahl, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass es fast um jeden einzelnen Stern in unserer Milchstraße Planeten gibt. Und ja, hier sind wir schon so weit draußen in der Milchstraße, dass wir die einzelnen Sterne schon gar nicht mehr sehen. Die Milchstraße ist ein riesiges Sternensystem, mehrere hundert Milliarden Sterne. Und ja, die Frage ist, sind wir alleine da drin? Aber die Milchstraße, das ist nicht das einzige Sternensystem, nicht die einzige Galaxie, sondern nur eine von ganz, 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 ganz vielen. Wir sehen hier, die Punkte, die an uns vorbeiziehen, das sind keine Sterne mehr, sondern das sind alles Galaxien. Und in jedem einzelnen Punkt hat es mehrere hundert Milliarden Sterne. Und ja, das heißt, wir haben mehrere hundert Milliarden Sterne, mal geschätzt eine Billion Galaxien im beobachtbaren Universum, wo es die Möglichkeit gab, dass so etwas Ähnliches wie auf der Erde entstand. Und rein statistisch, eben, ich bin Physiker, ich mache alles mit Statistik, kann man eigentlich davon ausgehen, selbst wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass es irgendwo eine zweite Erde gibt, das Universum bietet einfach viel zu viele Möglichkeiten, dass etwas passieren konnte, irgendwo. Also ich persönlich denke, wir sind nicht allein. Und gerade wenn man dieses Bild hier sieht, eben mit den Milliarden von Sternen in den Milliarden von Galaxien, das, ja, da kommt man sich doch schon etwas klein vor. Aber nach wie vor, unsere Erde, wo wir jetzt wieder zurück hinfliegen, das ist der einzige Ort im Universum, wo wir sicher wissen, dass es Leben gibt, dass Leben existiert. Unsere kleine blaue Murmel, die wir hier wieder anfliegen. Und genau das soll das gute Gefühl sein, dass sie auch bei uns im Planetarium mitbekommen. Ja, also natürlich ist es so, dass das Universum riesengroß ist und auch die Geschichte des Kosmos, 13,7 Milliarden Jahre. Das ist schwer für unseren menschlichen Geist zu fassen, natürlich. Aber diesen Wert dieses Planeten, der ist emotional zu fassen. Wir sind zu Hause auf dieser blauen Kugel. Alle Menschen, die Sie kennen, alle Menschen, die Sie jemals kennenlernen werden, sind auf dieser Erde geboren. Nur ein paar befinden sich auf der internationalen Raumstation im Orbit. Alle anderen Menschen da unten irgendwie, alle gerade zu Hause, mit Netflix, mit Mediatheken, mit YouTube-Streams von Planetarien. Wir sind in besonderer Weise herausgefordert, uns zu überlegen, wie alleine oder wie gemeinsam wir auf dieser Erde sind. Wir reisen rum auf die Nachtseite, sehen wunderbar die vielen Lichter der Städte. Das, was uns jetzt normalerweise als Astronomen ziemlich nervt, das ganze Licht, zeigt uns jetzt ja vielleicht auch, wo die anderen Menschen auf diesem Planeten leben, denen wir auch gerne mal wieder in Person begegnen würden. Es soll also die Reihe noch ein bisschen weitergehen. Am 19. März wollen wir darüber reden, ja noch ein bisschen weiter auf die Geschichte eingehen, wie nach Exoplaneten gesucht wurde, diese Methoden vorstellen, wie Exoplaneten denn gefunden werden und noch mal ein bisschen auf diese aktuellen Weltraumteleskop-Projekte eingehen, wie Kepler. Denn allein bei den Exoplaneten, die derzeit bekannt sind, sind ja einige tausend allein durch diese Mission selbst. Am 16. April, so der Planungsstand, dann der nächste Teil, wo wir auch nochmal im Sonnensystem unsere Welten genauer anschauen. Die Venus zum Beispiel mit ihren dicken, dichten Wolken, wo man lange Leben vermutete. Oder unser Mars, der ja eher als verhinderte Erde gilt. Und wenn Sie letzte Woche den Stream geguckt haben zur Marslandung, drei Raumsonden sogar gerade da sind, um diesen Planeten neu zu erkunden, zu denen, die sowieso schon im Orbit waren. Ich glaube, Marc, wir sollten hier nochmal auf die Fragen eingehen. Also ich muss sagen, Hut ab vor diesen detaillierten, tollen Fragen. Da aus jeder Ihrer Fragen könnten wir ein eigenes Planetariumsprogramm machen. Ich mache mal Copy-Paste für neue Planetariumsideen. Muss einmal kurz reingucken, was hier spannend wäre. Also
könnte der Merkur der Kern eines ehemaligen heißen Jupiters sein? Also hier ist unsere große Frage ja, wie die Planetenentstehung ausgesehen haben mag. Also im inneren Sonnensystem ist es zu heiß, um Jupiter oder Gasplaneten zu bilden. Aber diese Simulationen, die Marc angesprochen hat, deuten wirklich darauf hin, dass die aktuellen Positionen der Planeten, die wir sehen, nichts damit zu tun hat oder fast nichts damit zu tun hat, wo sie wirklich entstanden sind. Im Fall von Merkur ist die Herausforderung, dass er ja einen sehr großen Kern hat, dünne Kruste. Und daher für uns die Frage ist, was eigentlich seine Entstehungsgeschichte wirklich ist. Aber das werden dann erst neue Simulationen oder größer angelegte Simulationen für uns aufzeigen. Aber als Kern eines heißen Jupiters, genauso wie Jupiter oder die inneren Planeten, so wie wir sie sehen, glaube ich nicht in dem Fall, aber zumindest in der Geschichte, dass dass Jupiter nach innen und wieder nach außen migriert ist, das wird sicherlich so gewesen sein. Marc, gibt es etwas? Zum Merkur gibt es ja wirklich viele Ideen, wie der dahin kam. Es gab ja wirklich auch schon die Idee, dass das Merkur vielleicht ein verhinderter Mond der Venus war, der rausgeschleudert wurde. Eher unwahrscheinlich, aber das zeigt eigentlich, dass man sich wirklich noch fragt, eben wie der Merkur eigentlich dahin gekommen ist und warum er so ist, wie er ist. Andere Frage wäre noch, ob es bei Eisriesen Monde gibt, die potenziell Leben beherbergen könnten, so wie einige Monde von Saturn und Jupiter. Das hängt auch hier dann ja selbst bei Jupiter und Saturn damit zusammen, dass es eigentlich dort schon zu kalt wäre, um Ozeane oder flüssiges Wasser zu bilden. Bei Jupiter und Saturn ist es so, dass das Innere von Monden aufgewärmt, durchgewalkt wird durch wechselnde Gezeitenkräfte und daher eine Wärmezufuhr stattfindet, Ozeane zu finden sind. Wir haben das rausgekriegt, dass wir bei Enceladus und Europa, so heißen die zwei Monde, Geysire gesehen haben, also Wasserfontänen, und dann davon ausgehen müssen, dass es da Ozeane unter der Oberfläche, unter der Eiskruste gibt. Und was Ähnliches ist bei den Eisriesen dann schwierig, weil in dem Fall zumindest die dort vorhandenen Monde nicht einer so starken wechselnden Anziehungskraft, Gezeitenkräfte ausgesetzt sind, dass wir das Innere zum Beispiel von Triton als Neptunmond nicht komplett aufwärmen können. Aber sicherlich gibt es auch da Möglichkeiten, dass so etwas entstehen könnte bei Eisriesen, also bei Exomonden, die wir da draußen vielleicht ja irgendwann noch mal genauer untersuchen können. Und mit der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, dass wir aus diesen Fragen, hätte ich spontan die Idee, müssten wir nochmal ein anderes Format kreieren, in dem Sie noch mehr und direkt mit uns in Kontakt treten können. Wir quasi noch eine Astro-Sprechstunde machen müssen. Das nehme ich mal als Idee mit für Marc und die Kolleginnen und Kollegen. Und E-Mail-Adressen oder Sie können uns natürlich auch an die Planetarien schreiben, denn auch wenn wir hier so schöne Livestreams immer wieder produzieren, auch wir vermissen Sie als Gäste in unseren Häusern, denn genau von Ihren Fragen und genau von Ihren Interaktionen hier in den Häusern leben auch wir. Das Universum hat immer geöffnet, das stimmt, und so wollen wir dann am kommenden Mittwoch, den 3. März um 18 Uhr, All at Home hier präsentieren. Es geht nochmal genauer um die Gesteinsplaneten. Und am Freitag, den 5. März, neuer Kosmos, frühe Fernrohre, forschen wir so ein bisschen nach, wie unser Erkenntnisgewinn stattgefunden hat, wie wir mit Fernrohren uns die Tiefen des Universums erarbeitet haben. Marc, herzlichen Dank. Das war mir eine Ehre, mit dir hier durchs Universum zu fliegen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns, Stunde, die wir mit Ihnen hier im All unterwegs waren, als Auftakt für unsere Reihe Wir sind nicht allein. Wir waren heute nicht allein, der Karlauer muss zum Schluss sein, hier im Zeiss Großplanetarium. Vielen Dank an Janina, vielen Dank an Stefan, vielen Dank an Jan. Marc, nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie. Bis bald und gute Nacht.